Hallo, 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 liebe Freunde. Und willkommen zurück auf Monkey Island. Ja. Hat er alles gespeichert, was ich gemacht habe? Alle Änderungen? Ach nö, Captain Coco ist gar nicht mehr da. Das muss ich mal alles nochmal neu machen? Das ist ja doof. Ich dachte, der speichert meinen Fortschritt. Hat er mir doch gesagt. Aber nee. Das haben wir, ja. Muss ich jetzt auch nochmal alle Schädel neu holen? Das wäre doof. Aber ich hole erstmal Captain Coco. Ja, das haben wir alles schon gemacht. Captain Coco retten. Mit Captain Coco sprechen. Captain Coco braucht Hilfe beim Sehen. Dann gehen wir nochmal zur Sea Monkey und holen von da das Monokel. Schade, dass man das alles neu machen muss. Der hatte mir angezeigt, dass ich ein Questziel schon erreicht hatte und dass mein Fortschritt gespeichert wurde. Aber scheinbar wie immer nicht komplett. Das ist ein bisschen frustrierend bei dem Ganzen. Oh, jetzt muss ich nochmal hier den ganzen Scheiß durchschauen. Die ganzen Kartons. Müsli-Schachtel herausziehen. In der Müsli-Schachtel suchen. So. Liegt das eventuell schon da, oder? Nö. Ich muss hier tatsächlich die ganzen Cornflakes-Packungen untersuchen. Da habe ich's. So, dann muss ich hier wieder raus. Und direkt zu Captain Coco. Wie winzig unser Schiff neben der Black Pearl aussieht. So, Captain Coco. So, jetzt haben wir ihn. Repariert und befördert. Dann packen wir ihn da hinten wieder auf die Stäbe. Und ich glaube, dann gehe ich nochmal zu Herman. Dum-di-dum-di-dum.
da waren die Stäbe. So, bitteschön, Captain. Admiral, Entschuldigung, Admiral. Ich wüsste gern, ob ich die Statue... Ah, da ist... Hallo, Hermann. Okay, das haben wir alles schon gemacht. Falle ist derzeit leer. Ach ja, der benutzt ja die Fallen, um irgendeinen Affen zu fangen. Köder zum Vorbereiten der Falle erforderlich. Ah. Dann brauchen wir wahrscheinlich... Oh. Nee, das ist mir ein bisschen zu... Hm, ich such mal die... die Leiter. War doch eine Leiter. Ah, da hinten ist die Leiter. Überlebe ich, dass ich da runterspringe? Ja. Hat zwar vielleicht ein bisschen wehgetan, aber ich habe es überlebt. Und jetzt humpeln wir. Irgendwo hier war... Genau da ist... Ach, ich habe den Schlüssel vergessen. Oh, ich bin doof. Ja, der Schlüssel ist ja nicht mehr im Inventar. Wir verlieren ja ständig unser Inventar. Oh. Wie toll, wie toll. Also muss ich jetzt erstmal nochmal den Schlüssel suchen, den Hermann. Ja, hallo Hermann. Den hat Hermann ja in einer von den Tierstatuen in den Holzschnitzereien versteckt gehabt. Da liegen Steine herum. Vika, ich bin hier. Brauchst nicht mauzen. Da ist er nicht. Da ist der Affe. Ist er da drin? Ja. Schlüssel zum Vorratslager. Komme ich jetzt noch mal darunter? Mann, ist das hier alles verwinkelt. Ups. Ah ne, hier ist wieder Hermanns Lager. Aber ich will ja... Das wird nix. Ah doch, haben wir überlebt. Schöne Abkürzung. Ungesund, aber funktionierend. So, dann holen wir uns mal so kalten Bananenbrei. Also kalte Bananensuppe. Süpe! Und dann gehen wir doch mal
wieder da hoch und ich versuche mal die Falle bei Herman auszulösen und guck, was dann passiert. Rein. Kalte Bananensuppe eingießen. Okay, brauchen wir gleich unser Schwert. Ah, da kommt ein Affe. Don't tell me that flea-ridden critter got his paws on more of my supplies. That's the sixth time this week. Deine Falle hat nicht ausgelöst, Herman. Ich habe da schon eine Idee, was gleich machen. What's wrong with this useless thing? Let's see here. The monkey smells the bait. The monkey steps into the loop. The monkey takes the bait and then. Hey, what's the big idea? Okay. This isn't how you rescue someone. Vorsichtig an der Affenfalle ziehen. Hey, that was tomorrow's breakfast. Okay. Irgendwas Sinnvolles? Now look, you made me drop my key. Leave the trap alone. You're only making things worse. Hermans Thronschlüssel. Okay. Was ist da drin? Hermans Anweisung. You're not really here to rescue me. You're just another thief who's here to steal my rowboat. Well, good luck using it without any oars. Ach komm. You're worse than those good-for-nothing islanders. Nö, ich kann da nichts machen gerade. Nö, kann ich sonst nichts mehr machen? Okay. Was mir das jetzt gebracht hat? Hermans Anweisung. Gucken wir doch mal im Sicherheit für Ruderboote. Verfluchte Piraten! Nun, diesmal habe ich sie überlistet. Ich habe eine Ruder fürs Ruderboot vergraben. Und nicht nur das. Ich habe auch ein geniales Versteck für die Wegbeschreibung gefunden. Ich verließ das Lager und überquerte die Brücke über die Schlucht, bog links ab und begrüßte Herrn Schweinekotelett. Hab mir die Nase auf dem Pfad mit den stinkenden Blumen zugehalten. Die Statue hat versucht, mich herumzukommandieren, aber ich höre nicht auf Affen. Also machte ich weiter. Ich bin an dem Fass vorbeigekommen, aber ich habe keinen Blick hineingeworfen. Dieser Oktopus erschreckt mich zu Tode. Bei dem, was die Piraten getan haben, konnte ich nur den Kopf schütteln. Meine gestohlene Leiter! Jetzt ist sie kaputt, aber sie hat mir geholfen, meinen Weg zu finden. Ich blieb auf dem Weg, indem ich auf die Zeit achtete. Bei der Flagge der Sea Monkey bin ich links für etwas Fisch zum Abendessen abgebogen, habe aber nur Schrott gefangen. Und das ist mein Geheimnis. Okay. Was leuchtet da? Noch eine Notiz von Herman. Okay. Also. Wo müssen wir anfangen?
verließ das Lager und überquerte die Brücke über die Schlucht. Bis zum Schwein. Okay, dann gehen wir mal da lang, würde ich sagen. Ne, bog links ab und begrüßte Herrn Schwein, also da lang. Ja, da ist Herr Schwein. Herr Schweinekotelett. Habe mir die Nase auf den Pfad mit den stinkenden Blumen zugehalten. Diese Blumen riechen wunderbar, ein wahrer Genuss für die Sinne. Also müssen es die da sein. Die riechen ekelhaft. Okay, gut. Die Statue hat versucht, mich herumzukommandieren, aber ich hörte nicht auf den Affen, also machte ich weiter. Hier lang. Ich bin an einem Fass vorbeigekommen. Oktopus da drin. Ist nass, kalt und matschig. Ja, da ist der Oktopus drin. Okay, gestohlene Leiter. Gestohlene Leiter. Und da klingelt mein Telefon. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge.